Moin, liebe Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Sleeve RP, und willkommen zum 10. Sleeve RP Spiel des Tages. Es ist heute der 31. März. Und das ist auch heute der. Es ist zwar schon ein bisschen später, heute kam auch schon ein Video mit der zweiten Folge der BVB-Karriere. Aber dadurch, dass es heute ist, nehme ich das heute nochmal eben auf. Und ja, es ist halt, ja, England, Polen. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und immer noch Verbesserungsvorschläge unter in die Kommentare, ne? Alles klar. Dann wollen wir mal losgehen. Ja, da sind ein paar Spieler, die jetzt normalerweise gar nicht spielen, so wie Lewandowski oder Sancho, aber jetzt da noch die Aufstellung so zu ändern, ne? Ja, okay. England hat den Anschluss um Wembley. Ich glaube, Henderson ist, wäre auch gar nicht. Nee, Henderson ist doch auch verletzt in echt. Und ja, aber England. Mit dem ersten Versuch auf Sancho. Aber der war auf jeden Fall zu weit. Ja, die BVB-Karriere versuche ich jetzt hoffentlich so erstmal regelmäßig jeden Tag zu bringen. Oder vielleicht auch jeden zweiten, dritten. Ja, wenn nicht jeden Tag, dann jeden zweiten Tag. Und Spiel des Tages muss ich mal gucken, was so Spiele mich wirklich interessieren würden. Und was natürlich jetzt auch zum Beispiel lukrativ ist, ne? Bei zum Beispiel jetzt sowas wie Barrow gegen Quinsby, da weißt du halt einfach, das wird nicht, kann nicht so oft geklickt werden. Und dadurch, dass ich ja mit meinem Norwegen-Türkei-Video aktuell bei 521 Klicks stehe, werde ich mir ja auch ein paar raussuchen, die natürlich auch wahrscheinlich auch ein paar Klicks natürlich produzieren können natürlich, und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ja, genau, BVB-Karriere, da nehme ich aktuell immer noch das gleiche Thumbnail benutzen. Ich muss mich mal da reinfuchsen, wie man das alles so muss ich mich mal reinfuchsen, wie das alles so funktioniert, vielleicht über die Ostertage oder so. Denn Freitag ist ja frei, Samstag sollen wir noch einen Halbtags, glaube ich, arbeiten. Von 8 bis 1 oder so. Ich weiß es jetzt auch noch nicht im Moment. Dann haben wir ja noch Sonntag, Montag, aber Montag kommen meine Eltern zu Besuch zum Grillen und deswegen wird es da schon mal nichts, aber wahrscheinlich da, wir haben so viel Zeit. Ich werde wahrscheinlich am Freitag sehr viel vorproduzieren, denke ich mal, damit ich mir da nicht so viel Kopf machen muss und einfach auch mich gut auf die Arbeit konzentrieren kann und danach auch mich gut generieren kann. Kann ich jetzt zwar so auch, aber ihr wisst ja manchmal, wie das ist nach der Arbeit. Du denkst dir so, ja, normalerweise wollte ich jetzt noch was produzieren, ein Video oder so, und dann denkst du dir auch nur so, eigentlich hast du keine Lust. Aber, tja, wie heißt es immer so schön, da musst du manchmal durch die Kacke. Ja, ist nicht immer so einfach. Gerade wenn du so den ganzen Tag, ich bin zum Beispiel diese Woche arbeite ich von 8.15 Uhr bis 17.15 Uhr, bin dann eigentlich so gegen mindestens 17, so circa 17.30 Uhr wieder zu Hause, dann noch ein bisschen entspannen, danach vielleicht irgendwann nochmal zocken oder so. Und ja, da weiß man halt noch nicht so gefühlt, wie viel man da machen tut und all sowas. Es ist ja nicht mal so das Einfachste. Da dafür auch die, muss ja auch genau in dem Moment Lust haben, na, Kane. Kane mit dem Lupfer auf Sancho, aber der Lupfer kam nicht an. Ja genau.
Also wenn man mich mal auch so anguckt, ist das überhaupt das Wembley? Ja. Wenn man meinen Verlauf mal so anguckt jetzt, ich habe zwar jetzt 16 Abonnenten, aber ich meine jetzt über einen Zeitraum schon ordentlich. Also ich bin echt, oh, erste Chance von Milik. Ich bin damit zufrieden im Moment mit 16 Abonnenten. Also ich wäre jetzt auch nicht so, dass ich mache das auch Spaß und ganz ehrlich, wer sich dafür interessiert soll, kann es ja gerne gucken. Aber ich mache das halt wirklich nur aus Spaß. Also ich denke nicht, dass da was Größeres draus wird, aber man weiß ja nie. Also wenn ich mich mal an die Thumbnails setze oder und so, vielleicht auch mal einen Videoschnitt oder so. Aber da musst du ja auch echt noch Zeit und wirklich auch wirklich die Zeit für finden und auch wirklich genau diesen Wumms auch, damit du da echt mal so den Schweinen in dir öffnest, damit du es machst. Das ist ja auch immer das Problem, dass du das, dass das dann auch nicht da ist und all sowas. Das ist dann ja. Ich denke mal, das kennt ihr alle auch und all sowas. Hausaufgaben. Zum Beispiel, jetzt wenn man zum Beispiel noch in der Schule ist oder so. Dass man da vielleicht wirklich noch bei den Hausaufgaben dann so, nee, eigentlich könnte ich jetzt noch eine Runde zocken und dann merkst du irgendwann so, eigentlich müsste ich ja jetzt zu Bett, aber so richtig Lust drauf habe ich denn auch nicht, dass ich die jetzt mache. Mache ich die halt morgen früh. Oder halt in der Schule. So Mutter für die Hausaufgaben. Ja, ich. Und ja, genau. Da hat man auch oft einfach die Hausaufgaben einfach so abgeschrieben und all sowas. Oder ich war gerne immer einer, der hat immer sehr spät angefangen für Tests zu lernen. Ich finde aber auch, wenn du dir das für die, wenn du, keine Ahnung, vielleicht den Abend davor wirklich nochmal richtig büffeln tust für die Schule oder für einen Test oder so, finde ich, dann behältst du auch mehr, als wenn du jetzt, keine Ahnung, so wie Eltern am besten wollen, immer eine Woche vorher oder so, anzufangen so richtig zu büffeln, aber irgendwie bin ich da selbst nicht so ein Fan von, dass man da so richtig, so schon eine Woche vorher, klar, ich habe mich auf meine Abschlussprüfung schon ein paar drei, habe ich schon so zwei, drei Tage gelernt. Auch schon davor. Aber es ist halt die Abschlussprüfung, da muss man halt, also von der Lehre, ne? Aber auch von der Abschlussarbeit von. Vom mittleren Bildungsabschluss, also vom Realschulabschluss. Da habe ich mich ja auch ordentlich. Ich weiß nicht, habe ich mich da hingesetzt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist bei mir jetzt auch schon wieder fast 5 Jahre her. Das ist auch schon unglaublich. Ich bin, boah, krass, ich bin 2016 aus der Schule raus. Wenn man sich das manchmal so denkt, Alter, denkt man sich auch so, ach du Scheiße. Wenn man so bedenkt, ich werde dieses Jahr schon 23. Das ist, man denkt es zwar nicht immer, dass ich schon so alt bin. Oder ich werde öfters jünger eingeschätzt. Oder was heißt eigentlich öfters? Ich werde oft jünger eingeschätzt. Aber jetzt kommen. Wollen wir uns mal kurz ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Jetzt kommen die Engländer mal. Nachdem immer nur die Polen kamen. Aber die Engländer kriegen das jetzt hier auch nicht so geschissen. Die Polen verteidigen das mit sehr viel Herz und auch bloß die Angriffe, die sind echt noch ausbaufähig im Moment.
Aber vielleicht tun die beiden Trainer ja noch was gegen. Ah, wenn man gerade vom Teufel spricht, bringen. Ich glaube, wer ist Trainer von England? Gareth Southgate? Bringt Mason Mount für Declan Rice. Und ich glaube, bei Polen ist ja der Ex-Borusse Paulo Sousa, glaube ich, ne, Trainer. Und jetzt könnten die Engländer vielleicht meine Abschlusssituation kommen, aber man weiß es nicht. Und wie gesagt, Streams, das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Wie das, wann, wie und wann und ja, wann und wie und was und vielleicht ein paar Videos anschauen oder so. Ich werde das wahrscheinlich auf YouTube machen, damit man die Videos noch auf jeden Fall den Stream auf jeden Fall nochmal angucken kann. Und ja, da werde ich mal schauen, wie ich das machen tue. Ich denke mal schon, dass ich das so mache. Denn ja, genau. Ich habe da einfach Bock drauf. Einfach mal wieder so. Könnte man sich vielleicht mal ein paar Träume zu Loves so gönnen und all sowas. Ein paar lustige Videos schauen oder so. Und dann mal gucken, vielleicht. Ich werde es vielleicht einfach damit aufnehmen, vielleicht dann doch nochmal als gesonderte Videos hochladen oder so. Kannst ja während des Streams, kannst ja auch alles aufnehmen. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Und dann wahrscheinlich einfach so das alles in die verschiedenen Kategorien einfach aufteilen. Oder einfach ein bisschen zusammenschneiden, so. Das ist ja, das kriege ich wahrscheinlich auch hin. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen, oder ich lasse den Stream einfach so. Lass den Stream einfach drauf und dann kann man bei jedem Video einfach darunter machen, wenn ihr den ganzen Stream sehen wollt oder so. Dann könnt ihr gerne, gerne mal auf dem Kanal, den kann man dann verlinken oder so, oder mal gucken. Ich weiß das echt noch nicht, ich habe noch nicht so richtig über Streams nachgedacht, weil im Moment hatte ich nicht so die Zeit. Zeit hätte ich bestimmt gehabt, aber ich hatte irgendwie in dem Moment irgendwie keine Lust auf einen Stream, weil ja, genau. Kann man auch nicht mal, man hat auch nicht immer so Lust auf einen Stream, aber ich hatte in nächster Zeit echt mal Lust auf einen Stream. Vielleicht Ostersonntag oder so, oder jetzt schon Freitag mal gucken, dass man einfach mal zwei Stunden streamt oder so. Oder man die neue Minecraft, mal ein neues Minecraft-Projekt anfängt oder so. Und die 2 Stunden halt einfach irgendwie. Die 2 Stunden halt einfach irgendwie. Ja. Einfach gefühlt die erste Folge sind. Ja, meine Freunde, das Spiel zwischen England und Polen geht 0 zu 0 aus. Jetzt kriegen wir wieder unsere 0 zu 0 Flut. Und ja, ich mache einfach ein Elfmeterschießen noch hinterher. Weil, ja, warum nicht, ne? Man kann es ja einfach mal machen. Harry Kane, sicher. Das ist der erste Abschluss für die Engländer. Robert Lewandowski gegen Pickford und Lewandowski. Lewandowski. Und Eric Dier, aber Szczęsny ist da und hält die. Arkadiusz Milik muss jetzt auch treffen und trifft auch gegen Pickford. Raheem Sterling. Hat er gute Nerven? Nein, hat er nicht. Keine guten Nerven. Krikowiak hat gute Nerven. Der einzige Pole, der bisher keine guten Nerven hatte, war Lewandowski, jetzt aber. Das könnte jetzt schon die Entscheidung sein, weil jetzt könnte gleich die Entscheidung machen und Polen verschießt ihn und Jadon Sancho. Entweder er trifft oder er trifft nicht. Sancho! Er schießt ihn einfach rüber. England verschießt von 5 Elfmetern 4. Und die Polen, bei den Polen nur Lewandowski. Und Szczęsny ist der Held des Tages und Sancho verschießt den einfach. Ja, meine lieben Freunde, dann machen wir nochmal alles von vorne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da.
lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer ein Video von, dass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und ja. Und wie gesagt, Verbesserungsvorschläge und vielleicht einfach mal ein Spiel, was ihr euch unbedingt mal wünscht oder so. Ihr könnt ja einfach mal so in die Zukunft gucken, vielleicht einfach mal so und einfach mal da mal hinschreiben, was für ein Video ihr sehen wollt. Ne? Und ja, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video der BVB-Karriere. Also haut rein und ciao, ciao.